Weihnachten ist für mich eine der schönsten Zeiten. C'est quelque chose de magique, c'est quelque chose où on se retrouve en famille. Momenti semplici con persone care. Wärme ins Haus, ist auch gesagt. Das Wichtigste, das ist nicht das Geld, das ist die Gesundheit. Wir machen Weihnachten zusammen. Das habe ich von Anfang an gesagt. Ihr müsst euch vorstellen, es ist jetzt Weihnachten, oder? Im September. Das Gefühl müssen wir rüberbringen. Und dann muss ich das auch haben. Dann muss ich das auch fühlen. Und dann stehst du morgens auf und sagst, es ist Weihnachten. Angefangen haben wir im Februar in diesem Jahr bereits mit den ersten Ideen, dann ist das Konzept entstanden und nachher ist eigentlich das Ganze ins Rollen gekommen. Questo progetto mi è piaciuto dall'inizio perché appunto, no, si focalizza su una beneficenza localizzata, no? Es gibt viele Menschen, die sich nach außen orientieren und im Rest der Welt viel Gutes tun, das ist auch richtig so. Aber ich glaube, wir müssen zuerst an die Armut in unserem eigenen Land denken. Und die gibt es leider immer noch, obwohl wir eines der reichsten Länder auf der Welt sind. Migros ist aus der Schweiz und wir sind für die Schweiz. Das Konzept basiert auf Schweizer Künstlern. Und von dem her war von uns von Anfang an klar, dass auch die Spenden entsprechend in die Schweiz zurück fliessen sollten. Mit dieser Initiative wollen wir das Ganze auf ein anderes Level aufheben, wo eben andere nicht können. Und da geht der Schluss wieder zurück zum Gemeinwohl, das uns eben unterscheidet. So eine Kampagne kann definitiv nur die Migros machen. Ein besonderer Migros-Song ist, dass 23 Künstler zusammengekommen sind, einen Song eingespielt haben. Die Künstler kommen aus ganz verschiedenen Stilrichtungen her. Es sind Jüngere dabei, es sind ältere Künstler dabei. Und dass sie auf ihre Gagen verzichten zugunsten von diesen Hilfswerken. Als ich angefragt wurde, habe ich gedacht, Migros macht so eine Aktion, so eine Charity-Aktion. Und das ist ganz bestimmt etwas Gutes im Sinn und Geist, wie es Migros eigentlich immer gemacht hat. Mir hat die Idee gefallen, dass man Leute zusammenhält in der Schweiz, wo es eben gut geht. Ich finde es cool, können wir etwas auf einen guten Zweck machen. Und es macht Spass. Wir haben auch noch ein bisschen Schnee, es hat gestern geschneit. Und das ist einfach cool. Weihnachten verschenken finde ich eine grosse Idee. Die Migros hat eine lange Tradition von Gemeinwohlorientierung. Das hat Gottlieb Duttweiler uns quasi in die DNA schon reingeschrieben. Künstler für das Projekt gönnen war einfach, weil sie haben die Idee von Anfang an mögen. Sie mögen, wer dahinter steht, und sie haben sich können begeistern für das. Auch können begeistern für das gemeinsame Lied, also das Schweizer Weihnachtslied, das in dem Sinne auch noch nie gegeben hat. Das ganze Land! Nein, auch die, die es nicht gegen einfach haben. Nach dem ersten Chorus. Ah, okay. Das ist Es kommt! Ja! Gib das noch einmal, ja? Eine sehr grosse Herausforderung war es, im Sommer bei 40 Grad ein Weihnachtslied zu machen und sich in die Stimmung hineinzudenken. Für mich bedeutet Weihnachten eigentlich lustigerweise genau das, was im Lied darum geht. Also das Schönste an Weihnachten finde ich eigentlich, wenn ich mit meiner Familie zusammen sein kann.